Was macht Amerika zum großartigsten Land der Welt? Es ist nicht das großartigste Land der Welt, das ist meine Antwort. Wir sind 7. in Lesen und Schreiben, 22. in Naturwissenschaften, 49. in Lebenserwartung, 178. in Kindersterblichkeit, 3. beim Durchschnittshaushaltseinkommen, Nummer 4 in Sachen Export. In nur 3 Kategorien sind wir die Nummer 1 der Welt. Anzahl der Inhaftierten pro Kopf, Anzahl der Erwachsenen, die an Engel glauben, und in Rüstungsausgaben. Wir geben mehr aus als die nächsten 26 Länder. 25 davon sind Alliierte. Wenn ihr fragt, was Amerika zum großartigsten Land der Welt macht, weiß ich verflucht nochmal nicht, wovon ihr redet. Der 11. September war lediglich der Beginn einer jetzt immer schneller werdenden Agenda einer rücksichtslosen Elite. Es war ein inszenierter Kriegsvorwand. Genauso wie das Versenken der Lusitania, das Provozieren von Pearl Harbor und die Golf von Tonkin-Lüge. Tatsächlich wäre 9/11 die Ausnahme zur Regel, wenn es kein geplanter Kriegsvorwand wäre. 9/11 wurde für den Beginn zweier nicht provozierter illegaler Kriege verwendet, einer gegen den Irak und einer gegen Afghanistan. Allerdings war 9/11 auch der Vorwand für einen weiteren Krieg. Der Krieg gegen uns. Patriot Act, Heimatschutzgesetze, Militärtribunalgesetz und andere Gesetze, welche alle ausschließlich dazu entworfen wurden, unsere bürgerlichen Freiheiten zu zerstören und dazu unsere Fähigkeiten, uns gegen das, was noch kommt, zu wehren, einzuschränken. An alle uninformierten und komplett gehirngewaschenen Amerikaner: Eure Häuser dürfen ohne Durchsuchungsbefehl und eure Anwesenheit durchsucht werden und ihr selbst könnt, ohne dass ihr die Begründung erfahren könnt, verhaftet werden. Ihr könnt daraufhin unbegrenzt lange und ohne Kontakt zu einem Anwalt festgehalten und gesetzesgemäß gefoltert werden. Alles aufgrund des Verdachts, dass ihr eventuell Terroristen seid. Wenn ihr ein lebendiges Bild dessen braucht, was derzeit in den USA abläuft, dann reicht ein Blick in die sich wiederholende Geschichte. Im Februar 1933 inszenierte Hitler eine False-Flag-Attacke, indem er den Deutschen Reichstag niederbrennen ließ, um es dann kommunistischen Terroristen in die Schuhe zu schieben. In den folgenden Wochen wurden die Ermächtigungsgesetze verabschiedet, welche die deutsche Verfassung komplett vernichteten und die Freiheiten der Menschen zerstörten. Dann startete Hitler eine Reihe von Präventivkriegen, die vor der deutschen Bevölkerung unter dem Vorwand des Heimatschutzes gerechtfertigt wurden. Es ist Zeit aufzuwachen. Die Leute an der Macht halten sich im Hintergrund und sorgen dafür, dass ihr dauerhaft fehlgeleitet und manipuliert werdet. Die Meinung der meisten Menschen, insbesondere in politischer Hinsicht, ist nicht deren eigene. Dieser Krieg muss in die Länge gezogen werden, sodass die Region aufgeteilt und die Kontrolle über das Öl erhalten werden kann. Zudem weitere Milliardengewinne für die Kriegsindustrie entstehen und am wichtigsten, es können permanente Militärbasen errichtet werden, um von dort aus dann weiter gegen nicht gehorchende, ölreiche Staaten vorgehen zu können, wie etwa Iran oder Syrien. Wenn man vorhat, ein Gebiet zu verwüsten, wie stellt man das an? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich alles niederbomben, aber das ist ziemlich ineffizient. Viel besser ist es, die Leute in diesem Gebiet dazu zu bringen, sich gegenseitig zu töten und ihr eigenes Land und ihre eigenen Farmen zu zerstören. Und das ist genau, was in dieser Region gemacht wurde. Man zerstört einen Gegner, indem man ihn dazu bringt, sich selbst zu zerstören. Es sollte sich jeder die Frage stellen, weshalb die gesamte Kultur gänzlich von Massenentertainment durchsetzt ist, während sich auf der anderen Seite das Bildungssystem weiterhin in einer Verdummungsspirale befindet, insbesondere seitdem die Regierung die öffentlichen Schulen kontrolliert und subventioniert. Unter dem Strich bekommt die Regierung nur genau das, was sie verlangt hat. Sie wollen nicht, dass eure Kinder gebildet sind. Sie wollen nicht, dass ihr zu viel denkt. Deshalb wird unser Land und die gesamte Welt geradezu überwuchert mit Entertainment, Massenmedien, Fernsehshows, Vergnügungsparks, Drogen, Alkohol und jede andere Form der Unterhaltung, die den menschlichen Verstand beschäftigt halten. Damit ihr nicht durch zu viel Nachdenken wichtigen Leuten in die Quere kommt. Es wird Zeit, dass ihr aufwacht und versteht, dass es Leute gibt, die euer Leben bestimmen und ihr das nicht einmal wisst.
Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt. Für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt. Die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt.